bei denen, die nicht krisenresistent sind, zum Beispiel Mittelstand oder nicht Mittelstand, das Ausschlaggebende ist hier, ob man überhaupt sich mal in der Pubertät oder irgendwann in jungen Jahren so Krisen ausgesetzt hat. Und das kann man ja auch proaktiv selber machen, indem man zum Beispiel rebelliert oder hinterfragt. Kinder, die keine Krisen von außen bekommen, die schaffen ja vielleicht ihre Krisen selbst durch Rebellion. Und da zeigt sich aber negativ ist das, was man nennt Identity Foreclosure, also eine Art vorweggenommene Identität, eine rigide Identität. Und die findet man bei Kindern, die von Anfang an das Modell der Eltern kopieren, ohne es jemals zu hinterfragen. Es ist eine andere Frage, ob du nach mehreren Umwegen beim Modell deiner Eltern angelangst, ja, oder ob du das überhaupt niemals hinterfragst und von Anfang an also dich so anpasst, dass du so eine Art Blue Copy von deinen Eltern wirst und dann genau, also was weiß ich, die Firma übernimmst dies und das. Und diese Art Muster ist nicht mit Krisenbewältigung irgendwie positiv korreliert. Wenn du das nie tust, dann ist es ganz schlimm, wenn dann irgendwie eine Disrupture passiert ist. Und dann gibt es natürlich, also du weißt, man macht Erfahrungen, welche Leute einem gut tun und welche Leute einem nicht gut tun. Gerade wenn man also in einer Situation ist, wo man Zusprüche braucht und dass du dann weißt, wen du vermeidest und wen du gezielt aufsuchst für gewisse Gespräche. Und da kommt das Netzwerken natürlich.